Schön, dass ihr wieder dabei seid. Neue Runde Let's Play World of Tanks. Ich bin's wieder, Steve aus dem LP, und hier ist die zweite Runde, die ich mit dem Flame for Fame zusammen gefahren bin. Mit meiner 6er Arti, die Su 8. Er fährt den Cromwell B, russische Artillerie und britischer Premium Medium. Wir sind auf Prokhorovka, eigentlich eine ganz coole Karte für mich als Artillerie. Ich habe es ja schon im anderen Video erklärt. Bin gerade dabei, die Union 15 Aufgabe auf ausgezeichnet zu machen für den Excalibur. Dementsprechend brauche ich einen Panzerass. Und als Arti-Spieler kenne ich mich mit Artillerien etwas aus. Und ich dachte, der Forschungsbaum der Russen ist einfach prädestiniert dafür, weil viele über den KV-2 auf die Arti-Schiene gehen und somit die 6er Arti ein bisschen unterschätzen oder vernachlässigen. Auch hier, ich glaube, ich werde auch kritischer in meinen Videos sein, weil ich weiß, der da habt ihr gerade gesehen, der Kreis gleich aufgegangen, als ich noch einen Millimeter nach rechts gegangen bin. Das passiert mir oft, dass ich denke, der Kreis ist zu und mich noch ein bisschen bewege und der gleich direkt aufgeht, weil ich halt modfrei fahre, also Vanilla, und ich habe keinen Begrenzer, der mir anzeigt, pass auf, gleich geht dein Aim-Target wieder auf, weil sich dein Panzer gleich bewegen muss. Auf alle Fälle werde ich, glaube ich, kritischer auch in den Runden sein, weil es wird mir irgendwie zu wenig oder zu viel immer nur auf die anderen geschaut. Ich weiß, dass es klingt im ersten Moment ja schön verschossen. Klingt im ersten Moment irgendwie komisch. Man will kritisch sein, also irgendwo bei den anderen kritisieren. Natürlich werde ich auch bei mir kritisieren und werde sagen, dass ich den einen oder anderen Schuss sicherer ansetzen könnte als Artillerie. Aber man ist einfach so, man muss natürlich auch das nehmen, was man bekommt als Artillerie, also die Ziele, die auf sind. Und manchmal muss man einfach das Glück versuchen, wenn das Fahrzeug gleich wieder zugeht oder gerade zugegangen ist. So wie das. Es war kein Einschlag, also habe ich ihn noch in der Seite erwischt. Aber dass bei uns hinten wieder Medium rumstehen muss, T-34-85, unnötig. Dass dort mal ein Heavy steht, völlig verständlich. Auf der Karte ist es nun mal eine sehr offene Karte. Da kassiert der 34-85M vom Gegner. Wobei halt auch sehr wenig rechts ist. Der Light. Und das ist auch eher schlecht, sag ich jetzt mal. Steht zu weit hinten, der Type 64. Auch hier wieder nicht den Kill gekriegt, nicht den Killshot gesetzt. Ich hoffe einfach nur, ich habe genug Schaden gemacht. Ihr seht aber hier auch wieder, dass ich vollkommen versuche, meine Reload-Zeit auszunutzen. Wieso habe ich nicht vorher abgedrückt? Da habe ich jetzt wieder gewartet, bis der Aim-Kreis voll zu ist, und dann bewegt er sich. Also man sieht immer wieder, man steht vor der Entscheidung. Drückt man früher ab, drückt man nicht früher ab. Ja, was soll man da machen? Mit Type 64. G1 ist so die Standard-Bush-Position, wo man sich vorarbeiten sollte, um maximal erstmal zu spotten. Natürlich kann ich mich mit dem Flame for Fame zusammen absprechen, weil wir nun mal in unserem TS sitzen. Mit dem Scout leider nicht. Ich versuche ihn schon seit einer halben Stunde geführt zu signalisieren, er soll ein bisschen weiter vorfahren. Und dann kommt das, was halt heutzutage typisch ist. Dieses, du kriegst einen Teambeschuss.
von unserem eigenen Scout, sag ich mal. Weil ihnen halt das nicht passt, aber guck doch mal, unsere TDs auf G2 stehen jetzt schon ein Sektor, fast zwei Sektoren weiter vor ihm. Wenn die eine Lampe drauf haben, machen die alles auf. Also wozu steht er da hinten noch? Entweder will er wieder Schaden farmen, um seine WN8 hübsch zu spielen, oder er, ja, was weiß ich, hat Angst. Sich jetzt erst, dass unsere Arti GW Panther Tyrion Lannister heißt. Auch sehr cool. Wobei man schon fast 10 Striche in der Mitte brauchte, weil wahrscheinlich alle Tyrion Lannister schon vergeben sind. Aber das ist das Online-Gaming halt, ne? Bei einem Spiel, was es schon so lange gibt. Ich glaube, jetzt einen Account zu erstellen und einen Nick zu finden, der noch nicht vergeben ist, wird schwer. Ich wäre echt dafür, dass Wargaming einfach mal ein paar tote Accounts aussortiert, aber dann könnten sie sich nicht mehr damit brüsten, dass es ja so viele Accounts gibt. Jetzt hat so unseren Type halt erwischt, weil der da hinten stand und geschossen hat wahrscheinlich, wodurch er aufgegangen ist. Das erlebe ich auch immer wieder, dass die Spotter auf irgendwelchen Positionen stehen und schießen. Ah, schade. Jetzt ist so dieser Moment angebrochen, wo es relativ zügiger geht. So das Late Game fängt langsam an. Ihr merkt das dann immer, wenn die Abschüsse ziemlich schnell gehen, weil die Panzer sind so weit auf Position, dass sie weit am Gegner sind. Und wenn einer dann aufgeht, dann hagelt es Schüsse. Ah, der Flame for Fame jetzt leider getrackt worden und instant beschossen. Schade. Und jetzt müssen die anderen vorfahren. Auf Gustav 6 haben wir immer noch ein Heavy, der rumsteht. Gut, irgendwo ist ein AMX-12T, aber von dort wird der VK gar nichts machen können. Das meiste oder fast alles spielt sich jetzt links ab. Jetzt kommt der 12T bei dem VK. Wahrscheinlich wird der VK sterben. So ein Indiz dafür ist halt, dass er die ganze Zeit dort rumstand. Das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber meine Aufgabe ist es als Arti, nicht ein Leid zu jagen. Das müssen halt andere im Spielgeschehen übernehmen. Wir haben sie. So, jetzt hat's, glaube ich, ja, jetzt hat's leider den Tyrion erwischt dort. Ich muss sagen, die Su-8 ist relativ wirklich fix. So als Artillerie ist sie echt schnell unterwegs. So, jetzt haben wir im Prinzip den 12T und den P43 vom Gegner. Wenn wir die beiden hätten, dann wären nur noch die Artis. Das muss man aber verstehen und dann in dem Moment als Team zusammenspielen. Das heißt, der VK dort vorne müsste sich schon längst zurückziehen, komplett zurückziehen. Das, was der TD gemacht hat, dass man beieinander ist. Je mehr man voneinander entfernt ist, ist wieder dieses Herdenprinzip. Ein einzelnes Schäfchen, vollkommen getrennt von uns. Keiner kann sich unterstützen. Wenn dort jetzt der Gegner kommt, ist der FVK, sag ich mal, geführt nackig. Dazu kommt jetzt noch die Situation, dass der TD, also dass der VK sich nicht zu uns bewegt, sondern der TD und die Arti fahren zu ihm. Da muss man ja auch drauf achten. Ich verstehe es zwar nicht, aber ich muss dem folgen, weil ich bin eine Einschussartillerie. Ich kann da jetzt nicht mich großartig verteidigen, gerade gegen den 12T nicht. Und der wird mittlerweile safe nachgeladen haben. Sch
schöner Luckshot, aber wie so in letzter Zeit, nicht Killshot. Lieber nochmal 1%, also 4 HP übrig lassen, wo ich mir denke, ja, meine lieben Freunde von Wargaming, ihr mich auch. Wieder Pech gehabt. So, vom Allgemeinen hätte ich gesagt, cool, wir haben noch einen aktiven TD. Der muss jetzt nur die Arti spotten und also vorsichtig spotten. Wir haben in dem Moment auch gesessen, fahr rechts runter den Weg, damit du aus der Tiefe kommen kannst, besser oder aus einem einen besseren Überraschungsmoment hast. Klar sind die Artis blind, aber den TD in der Fahrt ist jetzt ja auch nicht der Megaspotter. Geh jetzt einfach mal davon aus, dass der nicht unbedingt eine entspiegelte Optik eingebaut hat oder sowas. So, was macht der TD dort? Er hat eine Arti hinter einem Haus. Logischste, was man machen kann. Die Deckung zerschießen, damit die Arti einen trifft. Also das hat jetzt in dem Moment absolut die Runde gekostet. Was mich auch ziemlich geärgert hat. Aber hey. So wie unser lieber Raidu sagen würde, man muss es einfach akzeptieren, dass die Runden so sind. Die andere Arti stellt sich in dem Moment clevererweise in Cap, womit ich weiß, okay, einen ist oben, einen ist unten. Es ist nicht so, dass die Chance nicht da war noch. Er hat verschossen. Natürlich mache ich keinen Killshot. Also jetzt einfach der Fight Su 8 gegen Su 8 im Nahkampf. Wobei er versucht, mich irgendwie zu umfahren oder zu überraschen, keine Ahnung. Oder nur zu spotten, ich weiß es nicht. Und einfach Bad Luck, dass der Gegner im Prinzip nur noch aimen muss. Hätte der TD dort nicht die GW, keine Ahnung, was er da gemacht hat, hätten wir die Runde gewonnen. Aber hey, so haben wir sie verloren. Aber am Ende hat es mich nicht gestört, weil ich habe trotzdem meinen Ass gekriegt und dementsprechend hatte ich meine Union 15 Mission dann auch endlich mal geschafft. Aber vom Geschehen her, ja, der typische WoT-Wahnsinn. Diesmal 2300 Schaden gemacht, hinten raus noch. Ich habe sogar ein Gegnerfahrzeug entdeckt. Lol. Das mit der Arti ist eigentlich schon, wow. Aber was soll's. Trotzdem eine coole Runde gewesen. Ich hoffe, dass es euch mal wieder gefallen hat. Wenn ja, teilt gerne meinen Content, liked ihn und schaut euch gerne die anderen Videos hier bei mir auf dem Kanal an. Habt ihr Fragen oder irgendwelche Ideen, dann immer rein in die Kommentare damit. Jede Form der Unterstützung hilft mir. Also bis zum nächsten Mal.